Ja, Leute, willkommen zu einem schnellen und fixen Gamma 2 Case Trade Up. Und zwar, ihr seht hier schon im Hintergrund, ich habe mir die Mac 7 Petroglyph gekauft, oder wie es auch immer heißt. Und in Fabrik 9 natürlich. Und wir haben hier die Chance auf die AUX Seed Meat oder die MP9 Airlock. Oder, wenn es ganz gut kommt, die Tech 9 Fuel Injector. Und eine kurze Übersicht zu den Preisen folgt jetzt in meiner Tabelle. Für diesen Trade-Up habe ich mir 10-mal die Mac 7 Petroglyph gekauft für 36,99 insgesamt und habe dann die Chance auf die Tech 9 Fuel Injector, die momentan für 42,15 € im Markt steht. Dann, das wäre natürlich das Beste, dann gäbe es die Chance auf die MP9 Airlock. Die ist momentan drin für 30,98 und die AUG hier momentan für 22,88 über den Tisch geht. Also die Preise sind natürlich jetzt nicht sonderlich spezifisch, die befinden sich auch noch im freien Fall, gerade was die AUG angeht. Die ist gerade in den 10 Minuten, wo ich den Trade-Up aufgenommen habe und die Aufnahme generell abgeschlossen habe, um gute 10 Euro fast gefallen. Also muss man sehen, wie sich der Preis stabilisiert. Dann geht's jetzt erstmal weiter mit dem Trade-Up. Drückt mir die Daumen. So, da sind wir auch schon im Trade-Up-Contract. Es wäre natürlich mega, wenn ich die Fuel Injector kriege. Wie schon gesagt, die Preise schwanken sehr krass und momentan sind halt die AUG und die Fuel Injector der beste Pot, weil die ungefähr, naja, plus minus null sind bei der AUG und bei der Tech 9. Da würde ich plus machen. Die einzige Waffe, die jetzt scheiße wäre, wäre natürlich die MP9 Airlock. Und unserem letzten Trade-Up zufolge wissen wir alle, welche Waffe kommt. Aber ich hoffe, sie kommt nicht. Ich musste extra nochmal 5 Euro Screen-Guthaben aufladen. Oh, bitte lass es nicht die verdammte MP9 sein. Ja! Ja! Tech 9 Fuel Injector in Factory New. Jawohl, das hat sich doch gelohnt. Super!